Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Musik der Gegenwart im Kulturradio vom RBB. Mein Name ist Matthias Entres und heute möchte ich Ihnen den amerikanischen Gitarristen John Schneider und seine ungewöhnlichen Instrumente vorstellen. Gewöhnliche Gitarren sind, wie gewöhnliche Klaviere, temperiert gestimmte Instrumente mit einer chromatischen Skala aus pro Oktave 12 Tönen gleichen Abstands. Damit ist es zwar möglich, alle Tonarten zufriedenstellend darzustellen und auch Dissonanzen zu erzeugen, wer aber reine Harmonien mit ganzzahligen, einfachen Schwingungsverhältnissen wie zum Beispiel 4 zu 5 zu 6 beim Dur-Dreiklang erzeugen möchte, braucht mehr und andere Töne. Und dafür sind die Gitarren vorbereitet, die John Schneider benutzt und auf denen sich mehr Töne greifen und stärkere Harmonien und schärfere Dissonanzen erzeugen lassen. In der amerikanischen Moderne ist dieser Wunsch mehr und anders nicht neu und geht vor allem zurück auf den Pionier der Mikrotonalität Harry Partch, der von 1901 bis 1974 gelebt hat, der vorhandene Instrumente umgebaut und neue erfunden hat, wie zum Beispiel das Chromelodeon, ein Harmonium mit 43 Tönen pro Oktave. John Schneider ist Leiter des kalifornischen Partch Ensembles. Er erklärt, dass auch Partch seine Forschungen nicht aus dem hohlen Bauch heraus begann, sondern die Initialzündung durch das Studium von Hermann von Helmholtz' Buch über die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik erhalten habe. He studied his Helmholtz and said, there's more tones than I've been handed. Harry Partch studierte seinen Helmholtz und sagte, es gibt mehr Töne, als ich bisher hatte. Als ich aufwuchs, gab es bloß 12 Töne und Helmholtz erzählte, es gebe noch viel mehr, die ich unterscheiden könne. Und so fing er an zu experimentieren. Er hörte neue Farben und entwarf eine neue Sprache daraus und die klingt zwar seltsam, aber nicht exotisch. Ungewöhnlich und vertraut in gleichem Maße. Partch sagte etwas sehr Interessantes. Wenn Maler an ihre Farbkästen gehen und rot wollen, finden sie Zinnober, Rouge. Sie haben 15 verschiedene Rots. Aber wenn ein Komponist ans Klavier geht, hat er nur ein einziges C. Er wollte bloß auch verschiedene Schattierungen des C oder G haben und darum geht es hier. Man kann dieses G benutzen oder jenes oder, wenn man die Auswahl hat, 3 oder 4 verschiedene Gs. Man kann dieses G benutzen, um schön in Stimmung zu sein oder jenes, um absichtlich verstimmt zu klingen. Dieses G ist besser, aber man kann absichtlich die falsche Tonhöhe wählen, um einen bestimmten Ausdruck zu schaffen. Hören Sie zur Einstimmung in die Denkweise Harry Parchs die Three Intrusions von 1949 mit den Sätzen Die Rose, Der Kranich und Der Wasserfall mit John Schneider, mikrotonale Gitarre und Sprechstimme und Gene Sterling, Diamond Marimba, ein typisches Parch-Instrument. Toward earth and night,
Its cry is mournful in the reed plain. As low it had called to mind something, which it wanted to forget. The waterfall. Oh, shouting multitudes, leaping from crag to crag, gesticulating, wrestling with limbs intertwined. Why are you so eager to leave the sunlight? So eager for the pool of oblivion. Der 1917 geborene und 2003 verstorbene amerikanische Komponist Lou Harrison hat aus den Entdeckungen Parchs eine andere Freiheit gezogen. Thank you.
Das waren aus der Suite for National Steel Guitar von Lou Harrison der Satz Jala, der ursprünglich für Orgel-Pedal-Solo komponiert und mit Harrisons Zustimmung von John Schneider für die National Steel Guitar mit verändertem Griffbrett umgearbeitet worden ist, und der Serenado por Guitarro von 1952. Vieles von Harrisons Musik klingt auf dieser Gitarre nach Folklore. Und tatsächlich basieren viele Formen der Volksmusik auf der reinen Stimmung, der natürlichen Harmonie. Just intonation comes from nature. The pitches found in the scales and the harmonies are inherent in every vibrating tone. Reine Stimmung kommt aus der Natur. Die Tonhöhen der Obertonskalen und der Harmonien sind eingebettet in die Schwingungen jedes Tons. Es ist vielleicht die westliche Musik, die mikrotonal ist, und jede andere Musik ist normal. Wir sind vertraut mit einem anomalen System, und wenn wir Reinheit hören, schockiert es uns. Lou Harrison hätte gesagt, die moderne temperierte Stimmung ist die Industrialisierung der Natur. Ihre Intensität ist verwässert und wir leiden darunter, uns entgeht so viel. It's diluted its intensity and we suffer for it. You know, we lose so much. Harry Partsch hat neue Instrumente gebaut und so das Beispiel gegeben, dass die Klangfantasie nicht an den Grenzen von herkömmlichen Instrumenten endet. Die Gitarre, auf der John Schneider das folgende Werk von Lou Harrison spielt, Scenes from Nag Chand, ist eine Sonderanfertigung, die extra für dieses Stück entworfen wurde. Neu ist nicht der metallene Korpus mit einem rein mechanischen Verstärkungssystem, sondern das Griffbrett, dessen Bünde gebrochen und unregelmäßig sind. The Scenes from Nag Chand is the only piece of music he ever composed specifically for this guitar. Die Szenen nach Nag Chand sind das einzige Stück, das er ausdrücklich für diese Gitarre komponiert hat, allerdings bevor es diese Gitarre gab. Er wusste von der National Steel Guitar und kannte die Reinstimmung, aber diese beiden Welten waren einander nie begegnet. Er schrieb das Stück, das zunächst in temperierter Stimmung uraufgeführt wurde, und er kam zu mir und fragte, John, gibt's da irgendwas, was wir machen können, damit das funktioniert? Und ich sagte, natürlich, gehen wir zu der Firma hin und bitten sie, die Bünde für dieses Stück an die richtigen Stellen zu legen. Also wieder einmal kam zuerst die Vorstellung und die Wirklichkeit folgte. Ich denke, so ist es mit allen Komponisten. Das Stück, das Harrison nur ein Jahr vor seinem Tod schrieb, ist eine Huldigung an die Gartenkunst und dem berühmten Felsengarten, den Bauten und Skulpturen gewidmet, die der indische Volkskünstler Nag Chand nahe Chandigarh errichtet hat. Es kommt mit einer Skala aus dem 6. bis 11. Oberton von G aus, wobei diese aber in verschiedenen Oktaven erklingt und das kleinste Intervall fast exakt ein Viertelton ist. Hören Sie Lou Harrisons Scenes from Nag Chand mit den Sätzen »Die sich anlehnende Dame«, »Der Felsengarten« und »Der gewundene Säulengang«. John Schneider spielt die modifizierte National Steel Guitar, Baujahr 2002.
John Schneider war über 20 Jahre lang mit Lou Harrison befreundet. Das Stück, das Schneider im Gedenken an seinen Freund schrieb, nimmt Harrisons Vorliebe für barocke und indische Formmodelle auf, übertrifft ihn jedoch, indem er die auf der mikrotonalen National Steel Guitar mögliche Harmonik auf die Spitze treibt. The tombeau itself is of course a salute to a great composer who has passed. Ein tombeau ist ein Salut für einen großen verstorbenen Komponisten. Mit meinem wollte ich besonders Lou die Ehre erweisen und seiner Gitarre, aber ich wollte die Gitarre auch auf eine andere Ebene heben. Lou's Gitarrenmusik ist eher einfach, rein melodisch. Ich mache beides, Melodie und Harmonie. Ich wollte beweisen, dass seine Erfindung auch eine großartige Harmonik schafft. Ich nahm einige alte Formen, Passacaglia, ein Walzer, was auch Lou Harrison gern gemacht hat. Er bediente sich der Formen aus der europäischen Vergangenheit, aber verband sie mit neuen Stimmungen. Das ist wie neuer Wein in alten Flaschen. Die Passacaglia mit ihrem sehr einfachen Thema. Wiederholt sich immer wieder, gerät aber gleichzeitig in andere Harmonien. Das war meine Idee, es auf eine andere Ebene zu heben und zu zeigen, dass es verblüffende Akkorde gibt, die es nie zuvor zu hören gab. Lou hat sie ermöglicht, indem er diese Gitarre erfand, aber er hat die Harmonien nicht benutzt, also musste ich das tun. Thank you.
John Schneider spielte seine eigene Komposition Tombeau for Lou Harrison. Ein anderer musikalischer Freund Schneiders ist der 1926 geborene Ben Johnston. Johnston war Anfang der 50er Jahre der einzige Schüler Harry Parchs, gleichzeitig sein Assistent, und das Stück, das ich abschließend spielen möchte, erscheint auf den ersten Blick sehr nah am Stil Parchs zu sein, nicht nur wegen des Einsatzes der Sprechstimme, wie Parch sie sehr oft angewandt hat. Während Parch sich mit seinen neuen Tonarten zwar von der herkömmlichen Musik abgrenzte,
seinen Stücken jedoch eine klangliche Einheitlichkeit auferlegte, hat Johnston vor keinen Tonarten Halt gemacht und es geschafft, auch herkömmlichen Instrumenten einen stufenlosen Übergang von reiner Stimmung zu verwirrendster, wabernder Dissonanz zu ermöglichen. Mit seiner Kartografie der Klänge hat er der tonartenlosen neuen Musik eine dynamische Dramaturgie der Klangfarbenwechsel verschafft, die die Modulation und den Wechsel zwischen Dur und Moll in der klassischen Musik um ein Zigfaches übertrifft, vergleichbar mit der Erfindung der illusionistischen Zentralperspektive in der Malerei. Das Verwirrende daran ist, dass er damit Ausdrucksbereiche eröffnet hat, von denen man vorher nichts geahnt hat und die nun erst zu erobern waren. The Tavern, für Stimme und mikrotonal eingerichtete Gitarre von 1998, nach Gedichten von Rumi, dem islamischen Mystiker des 13. Jahrhunderts, schafft das in beispielhafter Weise. Erstens inhaltlich. Es geht um Rausch und Lust. Zweitens musikalisch, denn viele der extrem komplexen Harmonien sind melodisch aufgelöst. Die feinstimmbare Gitarre aus der Werkstatt Walter Vogt, die Schneider hier spielt, hat individuell für jede Saite einzeln verschiebbare Bünde. Es ist faszinierend, wie Schneider in diesem scheinbaren Wirrwarr die Übersicht behält. Ben Johnston studied with Partch and he wanted to go in another direction. Ben Johnston hat bei Partch studiert und er wollte in eine andere Richtung gehen. Er mochte die Farben, die er sah, den 11. Oberton, den 13. Oberton, und in diesen Liedern nutzte er sie sehr melodisch. Vielleicht sollte ich mal die Johnston-Gitarre nehmen und Ihnen zeigen, was der 13. Oberton ist. Statt auf G bezieht er alles auf diesen Ton. Grundton, 3., 5., 7., 9., 11., 13. Oberton. So that's root, 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th and 13th. If you play those together. Wenn man die alle zusammen spielt, gibt es einen großen, schönen Akkord. And then you can make a melodies out of it when you turn that into a scale. Of course, those were just notes, right? So the scale. Und dann kann man daraus Melodien machen. Man sollte es nicht als Tonleiter spielen und es stellt sich heraus, dass es 15 Töne in der Skala gibt. John Schneider zeigt, welches G in welchen Akkord gehört. Da gibt es ein G, das so klingt. Das ist der 7. Oberton. Und da gibt es ein anderes G, nur ein wenig höher. Dieses G ist harmonisch mit diesem Ton. Aber dieses G ist harmonisch mit diesem Ton. Wenn ich es ersetze, dann klingt es nicht richtig. That's the right G for that one, but die besondere Möglichkeit, die Johnston hier nutzt, ist, die Begleitung der natürlichen Melodik des Sprechens anzupassen. Die Stimme sollte nicht ein Instrument imitieren, sondern ihren Ausdruck bewahren. This particular piece it uses the texts of Rumi. Dieses Stück vertont den Text von Rumi. Ben wollte, dass es so klingt, als würden sie mir am Tisch gegenüber sitzen und ich erzähle ihnen von meinen Lebensenttäuschungen, über was ich mich aufrege, wie ich um ein spirituelles Jenseits ringe, nach Erleuchtung suche. Rumi spricht von allen diesen Dingen zu uns in der modernen Welt. Es ist sehr persönlich. Und beim Sprechen begleite ich mich auch. Und darum geht es ihm. Er gestaltet menschliche Kommunikation auf einer anderen Ebene. Er gleicht die Musik mehr der Stimme an als umgekehrt. Hören Sie aus Ben Johnstons The Tavern, die Kneipe, das Prelude, Wer spricht Worte mit meinem Munde, Kinderspiel, Die neue Regel mit John Schneider, Stimme und Gitarre. Schneider hat diese Sätze extra für diese Sendung eingespielt und mit einer Intensität, Sensibilität und Sorgfalt interpretiert, was sie zu einer liebevollen Hommage an den bald 85-jährigen Komponisten machen. Thank you.
All day I think about it, then at night I say it. Where did I come from, and what am I supposed to be doing? I have no idea. My soul is from elsewhere, I'm sure of that. And I intend to end up there. This drunkenness began in some other tavern. When I get back around to that place, I'll be completely sober. Meanwhile, I'm like a bird from another continent, sitting in this aviary. The day is coming when I fly off, but who is it now in my ear that hears my voice? Who says words with my mouth? Who looks out with my eyes? What is the soul? I cannot stop asking. If I could taste one sip of an answer, I could break out of this prison for drunks. I didn't come here of my own accord, and I can't leave that way. Whoever brought me here will have to take me home. This poetry, I never know what I'm going to say. I don't plan it. When I'm outside the saying of it, I get very quiet and rarely speak at all. We have a huge barrel of wine, but no cups. That's fine with us. Every morning we glow, and in the evening we glow again. They say there's no future for us. They're right. Which is fine with us. Listen to the poet's son, who lived secluded. Don't wander out on the road in your ecstasy. Sleep in the tavern when a drunk strays out to the street. Children make fun of him. He falls down in the mud. He takes any and every road. The children follow, not knowing the taste of wine or how his drunkenness feels. No one is grown up except those free of God
said, the world is a play, a children's game. And you are the children. God speaks the truth. If you haven't left the child's play, how can you be an adult? Without purity of spirit, if you're still in the middle of lust and greed and other wantings, you're like children playing at sexual intercourse. They wrestle and rub together, but that's not sex. The same for the fightings of mankind. It's a squabble with play swords, no purpose, totally futile, like kids on hobby horses. Soldiers claim to be riding Borak, Muhammad's night horse, or Duldul, his mule. Your actions mean nothing. The sex and war that you do, you're holding part of your pants and prancing around. Da, 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 da. Don't wait till you die to see this. Recognize that your imagination and your thinking and your sense perceptions are recaged. That children cut and pretend are horses. The knowing of mystic lovers is different. The empirical sensory sciences are like a donkey loaded with books, or like the makeup woman's makeup, it washes off. But if you lift the baggage rightly, it will bring joy. Don't carry your knowledge load for some selfish reason. Deny your desires and willfulness, and a real mount may appear under you. Don't be satisfied with the name of Hugh, with just words about it. Experience that breathing. From books and words come fantasy, and sometimes from fantasy comes union. Gone, inner and outer, no moon, no ground or sky. Don't hand me another glass of wine, pour it in my mouth, I've lost the way to my mouth. The wine we really drink is our own blood.
Our bodies ferment in these barrels. We give anything for a glass of this. We give our minds for a sip. It's the old rule that drunks have to argue and get into fights. The lover is just as bad. He falls into a hole, but down in that hole he finds something shining worth more than any amount of money or power. Last night the moon came dropping its clothes in the street. I took it as a sign to start singing, falling up into the bowl of sky. The bowl breaks, everywhere is falling, everywhere nothing left to do. Here's the new rule, break the wine glass and fall toward the glass blower's breath. This that is tormented and very tired, tortured with restraints like a madman, this heart. Still you keep breaking the shell to get the taste of its kernel.